Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal zu diesem Video und ihr habt es am Thumbnail schon gesehen. Heute wird es urzeitlich. Seit meiner frühesten Kindheit schon interessiere ich mich für alles, was mit Dinosauriern und Co. zu tun hat. Also von der Entstehung des Lebens im Präkambrium bis ins Holozän hinaus ist wirklich alles dabei. Und ja, die Idee zu diesem Video heute hatte ich, als ich in dem Steinbruch war, den ihr gerade im Intro gesehen habt. Da habe ich diese Brachiopode hier gefunden. Sieht ein bisschen aus wie eine Muschel, ist aber keine. Und ja, ich habe mir überlegt, ich mache ein Fossil im Stil dieser beiden Bilder hier. Die verlinke ich euch natürlich. Und ausgesucht habe ich mir diesen Vertreter der Ichthyosaurier hier. Und ja, auf dem Tisch habe ich alles schon bereitgestellt, was ich dafür brauche. Da auch Klopapier, Isopropanol, also es wird wieder flambiert. Und natürlich fehlt die wichtigste Zutat hier noch, Hartschaum. Nee. Bitte erst hier durch. Ah. Unnötig. Wer diesen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich eins besonders liebe und das ist Hartschaum. Und wenn das gut funktioniert, dann habe ich damit eine ganze Reihe vor an Fossilien. Und ich fange heute mit dem Stenopterygius an. Und die anderen Werke würde ich dann so in Shorts hochladen und das dann auch so ein bisschen kommentieren. Denn auf eine Sache freue ich mich auch noch mega und das ist das Fachsimpeln über diese Tiere. Das macht einfach mega Spaß. Auch wenn das wahrscheinlich keiner von euch verstehen wird. Aber jetzt geht's erstmal los. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Und wir steigen auch ganz sanft mit ein paar Infos über den Stenopterygius quadriscissus ein, während ich hier eine Skizze des vor rund 180 Millionen Jahren im Thorakium lebenden Ichthyopterygia anfertige. Gelebt hat das Fischlein, welches in Wahrheit ein Reptil gewesen ist, in den Meeren des Unterjura, die heute Teile der Landmasse von Deutschland, England, Frankreich, der Schweiz und Luxemburg bilden. Dort wurden nämlich bisher vier verschiedene Stenopterygius-Arten entdeckt. Stenopterygius longifrons, erstmals 1881 beschrieben, Unita oder Megalorhinus aus dem Jahr 1931, als jüngste Art Aleniensis aus dem Jahr 2012 und natürlich Quadriscissus, den ich hier mache, erstmals 1856 beschrieben. Und gegebenenfalls gibt es da noch einen fünften, Haufianus von 1922, der könnte aber auch identisch mit dem Quadriscissus sein. Dann gibt es noch so obsolete Artennamen und wiederum welche, zu denen ich nicht wirklich viel gefunden habe, aber weil ich heute in diesem Video mal mit vielen lateinischen Begriffen um mich schmeißen kann, von denen ich bestimmt viele nicht einmal richtig aussprechen werde, führe ich sie, um der Vollständigkeit Genüge zu tun, einmal mit auf. Da hätten wir Coniceps, Longipes, Macrophasma, Megacephalus, Triscissus, Promegacephalus und Batzensis. Und wer weiß, vielleicht gibt es da sogar noch mehr. Jedenfalls war der Stenopterygius einer der kleineren Ichthyosaurier. Mal zum Vergleich, der Schonisaurus popularis, der auch zu den Ichthyosauriern gehört, der ist bis zu 21 Meter geworden, während der Stenopterygius nur 3 bis 4 Meter lang wurde. Mittlerweile habe ich die Skizze abgeschlossen und schneide nun Hartschaumplatten zu, um sie zu einer 2 Meter mal 70 cm großen Hartschaumplatte zu vereinigen, auf der ich dann die Skizze aufbringen kann. Das bringt uns genug Zeit für weitere Ichthyosaurier-Fakten. Wusstet ihr eigentlich, dass der erste vollständige Ichthyosaurier 1811 von einem damals 12-jährigen Mädchen gefunden wurde? Die kam aus England und hieß Mary Anning. Jeder, der sich so ein bisschen mit dem Sammeln von Fossilien beschäftigt, sollte dieser Name ein Begriff sein. Mary ist leider nur 47 Jahre alt geworden und verstarb im Jahr 1847 an Brustkrebs. Ihre Geschichte finde ich aber sehr spannend. Zum Beispiel hat sie als einzige von insgesamt 4 Frauen einen Blitzeinschlag überlebt und das als Einjährige. Hier verdanken wir im paläontologischen Kontext eine ganze Menge. Aber nun zurück zum Hartschaumfischli. Wer sich für Mary interessiert, kann sich den Film Ammonite mal anschauen aus dem Jahr 2020. Dort wird sie von Kate Winslet gespielt.
Ich habe inzwischen meine Skizze auf den Hartschaum übertragen und damit begonnen, die Knochen mit einem Skalpell einzuritzen. Ich habe durch meine vorherigen Testobjekte herausgefunden, dass beschädigte Hartschaumoberflächen mit einer gewissen Dichte an Schnitten nicht sofort schmelzen, wenn man sie mit Alkohol verbrennt, sondern sich eher zusammenziehen und verhärten. Genau das hatte ich hier auch vor, allerdings habe ich eins unterschätzt und das seht ihr gleich, aber erstmal gibt's ein bisschen Slow-Mo-Feuer. Das sieht immer wieder schön aus, lässt sich ab einer bestimmten Größe aber leider nicht mehr wirklich kontrollieren und so sind einige Teile unter der Hitzeentwicklung dann doch zerschmolzen. Ist aber nicht so schlimm gewesen, um alles etwas plastischer wirken zu lassen, habe ich Gips um das Fossil gestreut und mit einem Zerstäuber bewässert. So sind dann noch einmal interessante Oberflächen entstanden und durch das Entfernen der Gipsreste mit dem Pinsel kam noch mal so ein bisschen Fossilien-Freilegen-Experience auf, was ich ziemlich cool fand. Als nächstes habe ich die Knochen ausgearbeitet mit Toilettenpapier, Leim und Ton, so wie ich das auch schon bei einigen meiner Skulpturen und Bildern gemacht habe, wie dem und dem. Die sind alle in der Infobox verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und wenn wir schon mal dabei sind, über Daumen, die in den Himmel zeigen und Abos freue ich mich auch. Ihr könnt natürlich auch Daumen nach unten vergeben, aber lasst euch gesagt sein, damit sich das richtig lohnt, müsst ihr da zweimal drauf drücken. Nachdem alles ausgetrocknet war, konnte ich dann das Ganze bemalen. Die Grundfarben habe ich mit Sprühlacken aufgetragen und dann mit Kaffee und verdünnten Acrylfarben nass gemalt. Und falls ihr meinen richtigen Steno finden wollt, dann schaut doch mal in Holzmahn vorbei. Das ist eine kleine Gemeinde in der Schwäbischen Alb, dort findet man die ziemlich häufig. Die Holzmahner Posidonienschiefer sind quasi berühmt für ihre Ichthyosaurier, unter anderem auch viele, bei denen die weiblichen Ichthyos während des Geburtsvorgangs fossiliert wurden. Denn diese Reptilien waren lebendgebärend. Krass, oder? Wisst ihr, was auch krass ist? Ich schütte jetzt noch einmal Kaffee über alles hier und nachdem das Ganze getrocknet ist, gibt es ein paar schöne Fotos in einer schönen neuen Kulisse. An dieser Stelle vielen Dank noch einmal, dass ich dort meine Bilder machen konnte und in Zukunft noch viele schöne weitere entstehen dürfen. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und abonnieren nicht vergessen. Thank you.